Wenn die Noten nicht besser werden, dann wird mein Projekt eingestellt. Wäre das so schlimm? Haben Sie eine Ahnung, wie lange ich für diesen Zuschuss gekämpft habe? Die Stadt ist doch eh immer skeptisch, bis ich Ihnen bewiesen habe, dass ich einige von denen da draußen von der schiefen Bahn abhalten kann. Ah, schon klar. Und da Herr Mildner sozusagen ein Garant für schlechte Noten war, hatten Sie Streit mit ihm, nicht wahr? Das kann man doch nicht Streit nennen. Seine Frau hat es so genannt. Wie würden Sie es denn nennen? Ich habe ihn auf die Problematik hingewiesen, weil ich nicht kapieren kann, dass der seinen eigenen Ast absägt. Ja und? Ist es dann besser geworden? Ach, Mildner doch nicht. Moment mal, jetzt stehe ich unter Verdacht, oder? Herr Wallner, sagen Sie einfach, wo Sie zur Tatzeit waren. Zu Hause. Meine Frau kann Ihnen das bestätigen. Dann haben Sie, Herr Mildner, bestimmt auch keinen Drohbrief geschrieben, oder? Ich bitte Sie, wie kommen Sie denn darauf? Ja, weil er eben einen solchen bekommen hat. Ja, bitte. Auf den ersten Blick stimmen Sie nicht unbedingt überein. Trotzdem würde ich Sie um eine Schriftprobe bitten. Wenn es denn sein muss. Was soll ich Ihnen schreiben? Was aus dem Faust oder doch lieber ein Schiller? Es würde genügen, wenn Sie schreiben. Wenn die Noten nicht bald besser werden, dann passiert was. Sagen Sie, die Handgreiflichkeit zwischen Jenny Timke und Herrn Mildner. Hatte die auch was mit dem Projekt zu tun? Ja. Jenny ist ein Waisenkind, die sehr hart für einen halbwegs passablen Schulabschluss kämpft. Ja, da kommen schlechte Noten natürlich nicht gut. Ja. Sitzen geblieben ist sie auch schon einmal und auch in diesem Jahr ist in Chemie nicht mehr als eine 5 drin. Finden wir sie denn jetzt? Jetzt müsste sie eigentlich im Jugendzentrum sein. Frau Pohl hat da eine Sport-AG, hilft den Schülern, besser mit ihren Aggressionen umzugehen. So ist richtig. Ja? Frau Pohl? Macht mal einen Moment alleine weiter. Wir möchten gerne mit Jenny Timke sprechen. Die ist noch gar nicht da. Sie bringen den Kids Selbstverteidigung bei? Das ist gut fürs Selbstvertrauen. Und wenn Sie hier in der Schule jeden Tag hören, dass Sie das Letzte sind, dann brauchen Sie davon jede Menge. Aha. Dann hat Jenny Timke also bei Ihnen gelernt, wie man seinen Lehrer verprügelt. Ich habe davon gehört. Aber nur weil eine Schülerin aus der Reihe tanzt, heißt das, dass wir nicht mehr trainieren dürfen und dass alle drunter leiden müssen? Was anderes, Frau Pohl. Herr Mildner hat einen Ring gekauft, einen Tag vor seinem Tod. Wissen Sie zufällig für wen? Ich? Nein, keine Ahnung. Für seine Frau vielleicht? Ähnlich. Dann weiß ich es auch nicht. Also so gut kannte ich Peter nicht. Jenny, endlich. Die Polizei möchte mit dir sprechen. Aber ich nicht mit denen. Du wirst wohl kaum drum herum kommen. Wir müssen dir ein paar Fragen stellen. Und am besten unter vier Augen. Kids, kommt, wir machen mal eine Pause. Danke. Jenny, du weißt, worum es geht? Ihr seid hier, weil ich den Mildner die Fresse poliert habe. Und jetzt denkt ihr, ich hätte ihn platt gemacht. Und? Hast du? Nein, wieso sollte ich? Vielleicht, um bessere Noten zu kriegen und um versetzt zu werden? Auch wenn ich kein Alibi habe. Ich war es nicht. Was ist das jetzt? Nein, das war's nicht. Hast du den Brief geschrieben? Nun komm schon, wir brauchen nur eine Schriftprobe von dir zu nehmen. Schon wissen wir es. Können Sie sich sparen? Der Brief ist von mir. Ich hab dem, sag mal, so richtig meine Meinung gegalkt. Der hat das gebraucht. Die Flasche hat uns in letzter Zeit nur noch fertig gemacht. Er meinte, der Unterricht sei reine Geldverschwendung und dass er eh nichts aus uns wird. Ja, wir haben schon gehört, dass er keine schlechten Noten verteilt. Nur bei einem nicht. Komisch, oder? Wieso? Wer hat keine schlechten Noten von ihm gekriegt? Thomas. Welcher Thomas? It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. Entschuldigung, ja? Wir suchen Thomas Grosch. Wisst ihr, wo der ist? Tommy, der sitzt da hinten. Okay, danke. Sag mal, das ist doch der Vogel, der gestern mit der Schlägerbrot am Tatort war. Mhm. Jo. Ey, was soll der Scheiß?
Kannst zurückbleiben. Du bist Grosch? Wer will's wissen? Die Polizei will's wissen. Und? Wir wollen jetzt erstmal von dir wissen, wo du letzte Nacht warst. Deine Mutter hat dich vermisst. Ich war bei einem Kollegen, hab mit dem gelernt. Ist ja wohl nicht verboten. Ach, hast du deswegen so gute Noten in Chemie, weil du so viel lernst? Was interessieren Sie sich für meine Noten? Wir interessieren uns für deine Noten, weil dein Chemielehrer tot ist. Und ich war's nicht. Na, das hat uns deine Mutter auch gesagt. Und sie hat dir ein Alibi gegeben. Wir wissen aber auch, dass du vorbestraft bist. Wegen Einbruch, Hehlerei, Drogen. Geht die Scheiße schon wieder los? Hey, Rico, jetzt pass mal auf. Wir wissen ganz genau, dass du das Schulprojekt brauchst. Sonst fährst du in den Jugendknast an. Ja, eben. Und ich habe auch gecheckt, wie wichtig das ist. Darum hänge ich mich auch voll rein. Ich muss jetzt in den Unterricht. Kann ich gehen? Gleich. Vorher wird die liebe Tante deinen Rucksack kontrollieren. Und ich klopfe dich mal ab. Vielleicht hast du ja ein paar Drogen dabei. Ich habe nichts zu verbergen. Und zufrieden, Herr Wachtmeister. Zisch auf, Rico. Was für ein Typ. Sag mal, glaubst du dem etwa? Nicht wirklich. An dem sollten wir dranbleiben. Ja, danke, Michi. Ciao. Das Alibi des Rektors ist wasserdicht. Seine Frau und Nachbar haben es bestätigt. Na, wo will er hin? Ich mach mit dir jede Wette, dass der Christopher checkt. So, Freako, jetzt bist du fällig. Was soll der Scheiß, Mann? Das fragen wir dich. Und erzähl uns keinen Müll, ja? Na, was ist das denn? Das ist doch lächerlich, das sind nicht mal 2 Gramm. Was sind für den Eigenbedarf? Was wollt ihr überhaupt von mir? Wir wollen von dir, dass du jetzt den Mund aufmachst. Denn der Typ da vorne, dem du das Zeug vertickt hast, der wird mit Sicherheit reden. Also? Wenn du in dem Knast entgehen willst, dann solltest du jetzt kooperieren. Ich will einen Deal. Wir wollen mit dir keinen Deal machen, wir wollen von dir ein Geständnis, und zwar ein umfassendes. Verstanden? Das kannst du dir jetzt überlegen. Ich zähle von 10 runter. Sonst? 10. 9. Was wollt ihr wissen? Du erzählst uns jetzt erstmal, ob es da einen Deal gab zwischen dir und deinem Chemielehrer. Naja, eines Tages kam Manu und hat vorgeschlagen, dass er Crystal liefert und ich verticke es für ihn. Hattest du gar keine Angst, dass das ein Test von ihm war? Dass er dich einfach loswerden wollte von der Schule? Hm? Hallo? 8, 7. Och Mann, ich musste das machen. Er hat mich erpresst, ich hatte keine andere Wahl. Hab ich dich. Na, schneit's schon im Sommer? Ich kann das erklären. Wahrscheinlich. Aber wir können die ganze Sache auch vergessen, wenn du mir einen kleinen Gefallen tust. Gefallen? Was für ein Gefallen? Wir werden Partner. Sozusagen. Also haben wir gemeinsame Sache gemacht. Er hat das Crystal gebraut und ich hab's für ihn verkauft. Und Freako hat dafür gute Noten bekommen. Ja. Ja, und was hat der Mildner mit dem Geld angestellt, weißt du das? Naja, er hat oft erzählt, dass ein Neuanfang ziemlich teuer wäre und er dafür viel Geld bräuchte. Am besten, sie wenden sich da mal an die Pol. Die Referendarin. Was hatten die damit zu tun? Naja, die beiden hocken ziemlich oft aufeinander. Die hat uns doch erzählt, dass sie näher gar nichts mit ihm zu tun hatte. Hallo, mein lieber Lieblingskollege. Was ist denn hier los? So fröhlich? Hast du geerbt oder was? Nee. Aber das Klassentreffen wurde aus mangelndem Interesse abgesagt. Du bist ja fein raus, Kollege. Ja. Und Marie wird mich heute Abend schön bekochen. Dafür, dass ich für sie abgesagt habe. Das hast du ihr erzählt? Ja. Ja. Kollege, das gibt doch wieder Ärger. Das gibt doch wieder Ärger. So, Frau Pohl, bitte nehmen Sie Platz. Guten Tag. Meine Kollegen, Herr Naseband, Herr Ritter. Tag. Tag. Also, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, Frau Pohl. Dann erzählen Sie meinen Kollegen doch mal, wie gut Sie Herrn Mildner kennen. Ja, das habe ich Ihnen ja schon gesagt. Also, wie man einen Kollegen so kennt. Guten Morgen, wie geht's? Auf Wiedersehen.
Schönen Ring haben Sie da. Gefällt er Ihnen, ja? Ja. Das ist ein altes Erbstück von meiner Tante. So alt sieht er noch gar nicht aus. Der sieht sogar noch ziemlich neu aus. Schauen Sie doch mal hier. Der sieht aus wie der hier. Das habe ich von einem Juweliergeschäft. Der hat mir das Foto gegeben, weil diesen Ring hat er an Herrn Mildner verkauft. Geben Sie es zu. Sie haben den Ring von ihm. Ja. Ja. Und wie wäre es, wenn wir uns jetzt mal bei Ihnen zu Hause etwas umsehen würden? Würden wir dann vielleicht sogar noch persönliche Sachen von Herrn Mildner bei Ihnen finden? Eine Zahnbürste oder ein Hemd oder sowas? Ja. Ich kann mir schon vorstellen, was Sie jetzt denken. Die kleine Referendarin und der verheiratete Kollege. Aber das war nicht bloß eine Affäre. Peter wollte sich von seiner Frau trennen. Ja? Und wusste die das auch? Ja, ich denke schon. Also zumindest hat er mir versichert, dass er reinen Tisch mit ihr gemacht hat. Und Sie haben es nicht für nötig erachtet, uns das zu sagen, ja? Ja, ach, ich hatte Angst. Ich wollte nicht mit einer Leiche in Verbindung gebracht werden. Außerdem sollte doch keiner in der Schule von unserem Verhältnis erfahren. Ah, wollen Sie verreisen? Ach, ich halte es zu Hause nicht mehr aus. Ich fahre jetzt ein paar Tage zu meiner Mutter aufs Land. Frau Mildner, wussten Sie eigentlich, dass Ihr Mann Sie verlassen wollte? Dass er eine Affäre hatte, wusste ich schon. Aber verlassen wollte er mich nicht. Er wollte die Sache beenden. Wenn das wirklich so war, warum haben Sie uns das dann nicht erzählt? Dann hätten Sie mich doch gleich verdächtigt, oder etwa nicht? Gerade weil Sie es uns nicht erzählt haben, haben Sie sich jetzt verdächtig gemacht. Und wenn Sie jetzt noch verreisen, machen Sie alles nur noch schlimmer. Ich habe meinen Mann nicht umgebracht. Ach, ja, gut, okay, dann bestelle ich das Taxi eben wieder ab. Ach. Gerrit. Ich sag dir, eine der beiden Frauen steckt dahinter. Alles. Häng du dich an sie ran, dann observiere ich die Referendarin. Ja, Robert, ich bin gerade auf dem Westfriedhof. Check mal bitte den Namen Jürgen Hasek. Da muss es irgendeine Verbindung zu Susanne Pohl geben. Hey, hübsche Frau. Schleimer. Ich habe nicht dich gemeint. Die kleine Rothaarige gemeint. Gibt's was Neues? Nicht wirklich. Also, die Mildner hat heute früh Besuch von ihrer Mutter bekommen. Sonst rührt sich da nicht viel. Die Kollegen sind dran. Was mit dem Grab? Bist du da weitergekommen? Allerdings. Das gehört ihrem Halbbruder. Und jetzt rate mal, woran der gestorben ist. An einem goldenen Schuss. Ein Drogenkoch und die Angehörige eines Drogenopfers. Kann ich Ihnen helfen? Herr Wallner, wir möchten eigentlich mit Susanne Pohl sprechen. Die hat sich leider heute Morgen krank gemeldet. Ach so, ja gut, dann fahren wir zu ihr nach Hause. Vielleicht geht es eher besser, wenn Sie ihr ausrichten, dass unser Projekt heute Morgen eine sehr großzügige Spende bekommen hat. Von wem? Kann ich Ihnen gar nicht sagen. Der Spender wollte wohl anonym bleiben. Wie anonym? Das Geld war in einem großen Briefumschlag. Rizka 11? Ach, Herr Wallner. Ich denke, die ist krankgeschrieben. Alles klar, wir kommen. Wir müssen zurück zur Schule. Schüler haben die Pool da gesehen. Ich habe schon gefragt, wann Sie kommen. Ich kann nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus.
Ich habe sie am Grab ihres Bruders gesehen. Wir wissen, dass ihr Bruder an einer Überdosis gestorben ist. Und dann haben sie auch noch herausgefunden, dass ihr Freund mit Drogen dealt. Richtig? Ja. Er hat mir den Ring geschenkt und gesagt, dass wir von vorn anfangen wollen. Und als ich ihn gefragt habe, wie das gehen soll, hat er mir den Umschlag mit dem Geld gezeigt. Das Geld, das sie der Schule dann gespendet haben. Natürlich wollte ich wissen, wo er das Geld her hat. Aber sie wollten ihn noch nicht umbringen. Das war eine Affekttat und das wird der Richter berücksichtigen. Das ändert auch nichts daran, dass Peter tot ist.